Hinter mir liegt mein Einkauf, aber den werde ich in einem separaten Video zeigen. Ich war mal wieder im Biomarkt einkaufen, seit 2 Wochen. Aber das Video hat jetzt ein ganz anderes Thema, und zwar die Entgiftungskraftsteigerung durch Essen. Also Essen hat seine Sinne und Zwecke, aber nicht der Energiegebung. Das wird missverstanden. Sowohl von der Wissenschaft als auch von Laien. Die scheinbare Energie, die man wirklich spürt, wenn man halt isst oder nach dem Essen oder 2 Stunden nach dem Essen, wenn es verdaut ist, das ist eine Stimulation, das ist eine Kraftsteigerung für die Entgiftung. Es ist eine Kraftsteigerung, die dadurch kommt, dass man Gift zu sich nimmt, wenn es keine Rohkost ist. Muss man ein bisschen differenzieren, und die kommt deswegen aus dem Äther, um dieses Gift wieder herauszutreiben. Das heißt, das kommt mit dem Nahrungsmittel selber, die Energie, um das gleiche Nahrungsmittel wieder rauszutreiben. Beziehungsweise der Körper merkt es halt auch, dass es halt für ihn schädlich ist, und erzeugt daher Energie, um es wieder herauszutreiben. Doch diese Energie ist sozusagen nicht kostenlos. Und das versuche ich mit diesem Video zu erklären. Also es ist im Prinzip eine Stimulation, die man durch das Essen bekommt. Und ich gehe dann mal die einzelnen Punkte durch und auch die Differenzierung zwischen Rohkost und Kochkost, die halt dann noch ein bisschen anders ist in Bezug auf die Energiegewinnung oder scheinbare Energiegewinnung. Also Essen ist sinnvoll, wie gesagt, hat seinen Zweck, um die Entgiftungskraft zu stimulieren, das heißt anzutreiben. Das heißt, man bekommt dadurch schon eine Kraft oder eine Scheinkraft. Aber ohne gleichzeitige Demolation vom Essen geschieht nur durch rohes Obst. Also gleichzeitig eine Entgiftungskraft erzeugen, ohne gleichzeitig wieder den Körper zu demolieren. Kommt nur durch rohes Obst, durch den Zucker, da der anstandslos verbrannt wird, ohne Rückstände zu hinterlassen. Bei Stärke zum Beispiel sieht es anders aus, und bei Erhitzen sieht es auch anders aus. Zum Beispiel, wenn man jetzt einfach mal Gemüse nimmt, das aber erhitzt, dann verändern sich die Strukturen so, weil es kein lebendiges Lebensmittel mehr ist, dass die auf chemischer Ebene die Mineralstoffe nicht mehr organisch gebunden sind. Die sind also in keinem Verbund mehr, der organisch ist. Dieser Verbund wird durch die Hitze aufgebrochen. Und das nennt man dann den Prozess der Denaturierung. Und dadurch werden die Mineralien nicht anorganisch, aber anorganisch gebunden. Und das verstehen dann viele Chemiker nicht oder wissen es nicht. Die sagen, nee, die sind immer anorganisch. Das stimmt, aber die sind im ersten Fall der Rohkost organisch gebunden. Und wenn die erhitzt werden, sind die anorganisch gebunden. Und dadurch kann der Körper die nicht mehr wirklich verwenden. Und das sieht man dann auch, wenn man, ja, wenn man diese Lebensmittel verbrennt, wirklich, und nichts anderes, ja doch, also wenn man diese Lebensmittel verbrennt, dann entsteht eine Asche. Und wenn man das vorher erhitzt, bevor man es isst, dann entsteht im Körper diese Asche auch, diese Verdauungsasche. Und das sind sozusagen Stoffe, die den Körper beerdigen, weil der Körper damit nichts anfangen kann und meistens bei unserem Essverhalten nicht schnell genug hinterherkommt, die wieder rauszureinigen, und dadurch dann einlagert als erdige Stoffe. Aber egal, ob man die einlagert oder nicht, diese Verdauungsasche entsteht, wenn das keine Rohkost ist. So. Und ohne diese Verdauungsasche hat man nur durch rohes Gemüse und rohes Obst, aber gleichzeitig eine Stimulation. Das heißt, eine Scheinenergie oder Scheinkraft bekommt man nur durch dieses rohe Obst, durch den Zucker und durch die, ja, teilweise auch im Gemüse oder Gemüsesäfte durch Lichtphotonen. Was aber, ja, das ist dann keine Stimulation. Da wird keine Energie stimuliert, das ist dann ein anderer Mechanismus, das ist dann direktes Qi oder direktes Prana durch diese Lichtenergie. Das ist nochmal ein anderer Mechanismus, den ich hier jetzt nicht in Fülle in diesem Video erkläre.
Dann Gemüse ist sinnvoll zu essen zur Regulation, um die Entgiftung abzulindern oder in Anführungszeichen aufzufangen und zu unterstützen. Deswegen hat rohes Gemüse halt auch einen Sinn, wenn man noch in einem gewissen Vergiftungsgrad sich befindet. Das sind 99,999% der Menschen ungefähr. Beziehungsweise, ich sag mal, 80% aller Rohkostmenschen oder 90%, 90% eher, die brauchen auch noch Gemüse. Hängt natürlich auch wieder individuell vom Bewusstsein ab. Ich spreche aber dann auch vom, sage ich mal, durchschnittlichen Bewusstsein, was dann wiederum 90% oder vielleicht 80% aller Rohköstler haben. Also, wenn man halt noch viele, viele Stufen weitergeht, dann entsteht auch irgendwann ein Bewusstsein, wo das dann nicht mehr so wichtig ist, dann kann man das selber, sage ich mal, steuern. Das ist aber auch ein anderes Video. Und darauf sollte man sich nicht ausruhen, dass man das irgendwann kann, weil man fällt dann irgendwann zurück. Das sage ich gleich auch noch was zu. Der dritte Punkt, also wir haben jetzt Obst und Gemüse in Rohform abgehandelt oder auch in gekochter Form. Und das Essen von anderer Rohkost, das heißt, oder ich lese das mal so vor, wie er hier steht. Essen von anderer Rohkost ist sinnvoll, um die Nerven zu beruhigen. Und das braucht man zum Beispiel, wenn man arbeitet. In dieser Gesellschaft braucht man das eigentlich fast täglich. Außer man kann das durch immer wieder oder mit täglichem Training, kann man das vielleicht besser mental abpuffern, diesen Stress, den man in diesem System hat. Diese andere Rohkost, das sind dann zum Beispiel Nüsse, Saaten, gemischte Salate, Nussbrot und schleimfreie Keimlinge. Also jetzt nicht unbedingt Getreidekeimlinge. Ja, das ist sinnvoll, um die Nerven zu beruhigen und sozusagen runterzukommen. Das ist der Sinn von diesen Lebensmitteln, was auch die meisten brauchen, weil die meisten dürfen in diesem System arbeitstätig sein. Und der vierte Punkt ist Essen von kleinen Mengen Gift oder, ah nee, das oder ist hier falsch. Also das Essen von kleinen Mengen Gift in Klammern, entweder wenig gekochtes oder entsprechend mehr Gourmet-Rohkost. Also Gourmet-Rohkost ist ja diese vermischte Rohkost und auch aus Auszugsprodukten wie Öle, Salz und so weiter. Wenn man da jetzt eine große Menge von nimmt, ist das ungefähr von der Giftwirkung äquivalent zu einer kleinen Menge gekochten. Und das Essen einer kleinen Menge Gift und eine große Menge Gourmet-Rohkost entspricht, wie gesagt, einer kleinen Menge Gift, ist eventuell sinnvoll zur starken Stimulation. Das heißt, Früchte haben eine mittlere oder leichte Stimulation, je nach Menge natürlich auch. Und von Obst kann man natürlich eine große Menge zu sich nehmen, ohne dass da irgendwelche nachteiligen Effekte vorherrschen. Also bis zu 2 Kilo, sage ich mal, in einer Mahlzeit ist auch teilweise individuell. Auf jeden Fall. Das Essen von einer kleinen Menge Gift ist sinnvoll zu einer starken Stimulation, das macht manchmal Sinn, um sie zu nutzen oder am besten um sie zu nutzen für Lichtvolles, wie zum Beispiel Sport oder einer Leidenschaft oder einer guten Arbeit nachgehen, Spaß etc. Die Kamera wackelt, weil das hatte ich hier eigentlich auch irgendwo stehen, aber ich sag's mal jetzt frei. Wenn man das nutzt für diese Dinge, kann man den Effekt sozusagen durch diese Arbeit in Anführungszeichen diesen negativen Effekt aufheben, sodass der positive Effekt einfach überwiegt, deutlich überwiegt. Und das macht manchmal einfach Sinn, diese starke Stimulation sich ins Haus zu holen. ja. Gut, also, und der letzte Punkt ist dann, nochmal klarzustellen, Essen von Erhitztem, was die Entgiftungskraft steigert, aber eben gleichzeitig mehr Gifte wieder in den Körper reinbringt, als es raustreibt, schmälert den Wachs der eigenen Lebenskerze. Und das ist halt so der Nachteil von dieser gekochten Nahrung oder dieser Stimulation oder dieser Scheinkraft durch das Essen. Die ist dann, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht kostenlos in Anführungszeichen. Die geht auf die eigene Lebenskerze. Und das sehen wir dann, indem Leute halt altern. Und das tun halt quasi alle.
Außer wenn diese Hitze einen genügend stimuliert, um dadurch so viel Lichtvoll zu tun, wie ich gerade erzählt habe, dass das Positive überwiegt, wobei, in Klammern, die Differenz von Gummirohrkost zur erhitzten enorm ist. Was man da also an Mehrarbeit oder mehr Freude leisten muss, ist enorm in der Differenz von Gummirohrkost zu erhitzten. Deswegen würde ich eher zu einer großen Menge Gummirohrkost greifen. Und um das zu untermauern, dass es so ist, und zusätzlich noch die Aussage, dass man so viel Arbeit nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, um gekochtes oder eine ja dauerhaft eine gekochte Nahrung aufzunehmen, um die für positive Effekte zu nutzen, also für lichtvolle Sachen. Das heißt, dass man halt so viel Lichtvolles tut durch dieses gekochte, dass der positive Effekt überwiegt. Also, dass das auf Dauer nicht durchhaltbar ist, für fast alle sieht man daran, dass es wirklich keinen mir bekannten Menschen gibt, der halt wirklich regelmäßig gekochtes isst und dabei nicht altert. Im Gegensatz dazu, zur Gummirohkost, dass das funktionieren kann, das sieht man an etlichen Leuten, die dann mit 60 bis 80 Jahren dann noch aussehen wie 30 bis 40 Jahre. Und da spiele ich jetzt mal ein Bild ein, um das zu untermauern, sage ich mal. Ist vielleicht wieder ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber es gibt da halt wirklich viel zu studieren und ich versuche das dann eher kompakt zu machen und dafür dann etwas schwierigere Sätze zu machen, anstatt dass ich dann wieder, weiß nicht, 2 Stunden darüber rede. Okay, ich blende dann kurz das Bild ein und dann war es das mit diesem Video. Ciao.